weiter geht's. Weißer gegen Splash Mage. Wie sieht's aus? Wie ich eben schon gesagt habe, Splash Mage hat in letzter Zeit auf jeden Fall einiges dazu gelernt. Hat sehr viel bessere Ergebnisse auch erzielt. SDN war immer so der schwere Gegner, der schwerste Gegner für Splash Mage, wie eigentlich für jeden im Norden, aber er hat tatsächlich auch mal ein paar Sets gewonnen. Jetzt ist die Frage, wie er gegen Weiße spielt. Also, ich kann mir durchaus vorstellen, dass das ein sehr knappes Match sein kann. Gerade jetzt ein bisschen unruhig. Splash Mage hat Probleme damit, on Stage wieder zu kommen, oder besser gesagt, nicht gejuggelt zu werden. Oh mein Gott, was war das denn? Crazy. Immer von beidem gleichzeitig. Und nachdem es anfangs eigentlich ziemlich gut aussah, 85%, sieht jetzt nicht so aus, als ob man das mit einem Hit schaffen würde. Also ja, so ein Feuer wäre nicht schlecht, aber Weißel steuert ja seine ganzen Puppencharaktere. Oh mein Gott, damit hat keiner gerechnet. Der zweite Hit von der Nair. Auch den hätte man taggen können, aber wie gesagt, man muss damit rechnen. Wow, das trifft gerade jede Dose. Oh, das ist der SD. Nee. Oh, das... Hätte er da nicht noch airdodgen können? Ah, ich weiß es nicht. Aber der SD und damit die Führung für Splash Mage. Okay, schauen wir mal. Okay. Oh, die Black Air. Sehr schön. Wow, nicht 1% gemacht tatsächlich seit dem SD. Da ist er. Okay. Ja, manchmal ist das so. So. Was sehen wir hier im letzten Stop? Und das mag er besonders gerne, glaube ich. Also jetzt gerade haben wir gesehen, da war eine Dose. Dahinter lag eine Frisbee und er geht da so langsam rein. Schaut einfach mal, was passiert. Man hat das Gefühl, man sieht die Setups jetzt so langsam ein bisschen besser kommen. Nachdem wir ihn hier schon seit Jahren studieren können, hier im Norden. Oh, schöne Back, ja. Er kann, also Beißel kann auch irgendwie überraschend gut killen mit einem Charakter, wie der kann. Oh. Das Buch bringt die Dose zum Bersten. Dash-Tag? Tatsache. Hätte ich jetzt nicht gedacht, tatsächlich. Splash Mage hier mit dem ersten Game. Nice. Das habe ich so nicht kommen sehen, dass die Dash-Tag killt. Und Beißel anscheinend auch nicht. Wir haben SDN hier auch schon im Winners Finals. Und wird eben gegen den Gewinner von Beißel und Splash Mage antreten. Oh, das wird noch nicht eingetragen, aber ist egal. Kann man später eintragen. Skeddy gegen Belcampo, Fuego Elo gegen Justin im Losers. So, ich kann nicht glauben, dass ich das erste Spiel verpasst habe, aber so ist es, wenn man halt im Bracket spielt, ne? So ist es. Genau, Splash Mage hat gewonnen. War eine ziemlich knappe Kiste. SD von Beißel kann man vielleicht noch highlighten. Hm. Aber ja, war wie gesagt ziemlich knapp. Mal gucken, wie das zweite läuft. Ich habe das Gefühl, das ist schon alles sehr momentumabhängig. Und das ist kein Best of Five? Das ist Best of Five. Echt? Oh, stimmt, da steht Best of Three unten. Stimmt. Ich dachte, weil das ist eigentlich schon ein Matchup, von dem man mehr haben möchte. Ja, genau. Das, Winner Semifinals kann man schon mal Best of Five haben. Oh! Wow! Oh. Oh,
früh gekillt. Das wusste ich gar nicht. 30 Sekunden. Nee, er hat so ein hohes Base-Knockback anscheinend, ne? Mhm. Dass man damit so früh killen kann. Ich muss gestehen. Oh? Also ich habe recht viele Charaktere mal in Smash halt gespielt und ausprobiert. Goblin ist so ein Charakter, den ich nicht so ganz verstehe. Also jetzt Duck Hunt oder? Nee, Duck Hunt habe ich Pocket. Aber Robin dann? Ja. Ja, Robin, eigentlich finde ich den ganz cool, aber ich finde ihn einfach so langsam. Ich mag es nicht, Charaktere zu spielen, die super langsam gehen. Da reicht mir schon Incineroar. Okay, also, Beisel kann das Ganze ja aufholen. Das war auch wichtig für ihn. Na klar, es ist Best of 5 so, aber 2-0 zurücklegen ist natürlich trotzdem unschön. Also ich kann auf jeden Fall sehen, wie beides gewinnen. Es sind ja beides sehr, sehr gute Spieler. Es sind auch, glaube ich, beide PR-Spieler, ne? Schleswig-Holstein? Ja. Also. Genau, also Beisel, jetzt das letzte Jahr oder was auch immer, hat echt ziemlich gute Leistungen gehabt. War einer der, naja, wenn nicht die Person, die SDN am meisten besiegt hat, aber auch am meisten einfach gegen sie gespielt hat. Mhm. Niceface. Also, oh ja. Niceface. Könnte man auch in die Kategorie reinzählen. Und dann würde ich sagen Splash Mage. Ich glaube, da waren 2 Siege gegen SDN. Oh, okay. Ja, das geht natürlich nicht. Oh, was passiert hier? Habe ich jetzt. Ja. War das die Dose, die ich glaube, es war die Dose. Mhm. Das ist da schwierig durchzublicken bei den ganzen Projekten, ja, genau. Die beide Charaktere auf den Bildschirm setzen. Das ist schwer, die Interaktion zu predikten, so ein bisschen. Also das ist auf jeden Fall durchaus interessant. Zeigt sich ein bisschen. Genau, gerade ein bisschen rumlaufen und auf Öffnungen warten. Das ist auch immer so ein bisschen Glück mit dem Hits dann, wenn er da den Gunman trifft, ne? Mhm. Das ist natürlich. Wie lange die Hitbox von der Founder draußen ist. So. Genau, auch dieses Mal. Ungefähr even. Lead für Splash Mage, aber keine große. Es kann gerade bei Duck Hunt immer sehr schnell gehen, dass die Lead um einiges schrumpft. Mhm. Oh mein Gott. Oh, wow. 70. Das hat echt viel Schaden gemacht auf einmal. Also ich habe irgendwie, das war so eine kleine Interaktion, also irgendwie mit den ganzen Projektilen, die da sind. Ja, irgendwie, ich weiß nicht, das Feuer plus irgendeine Attacke, aber die hat man irgendwie so gar nicht gesehen. Also da passieren Dinge. Oh, aber diesmal ist da kein... nicht aufgeladen. Ja, die Side-B von Robin ist natürlich sehr gefährlich. Auf jeden Fall das, wovor ich am meisten Angst habe. Besonders wenn ich mir Splash Mage angucke, wie er halt da rauskommen wird. Ja. Das ist immer... Gänsehaut. Oh mein Gott. Oh, Throw. Kann das Ganze nicht punishen. So, da kann man ein bisschen Stage Control. Ah, Splash Mage ist reingekommen. Das sieht sehr schwierig für Weiß aus. Oh. Okay, Gunman. Jetzt hier noch einmal eine Chance. Oh, keine Back-Air. Krass. Ordinär. Sour Sword. So sollte nicht mehr so viele Treffer dauern. Ja. Dass jemand stirbt. Oh mein Gott. Der Parry. Oh, kein direkter Punish, ja? Oh, die Dose. Die Dose. Da drin ist er echt der Spezialist. Immer die Dose. Oh mein Gott. Beide sehr hohe Prozente, ne? Splash Mage macht das schon, aber auch geschickt. Weicht den Projektilen echt gut aus. Nutzt Battlefield Loop dabei. Ist schon wieder komplett spannend gerade. Also was versucht Beißer da? Auch ganz interessant, weil Robin. Oh! Da dashed, hat er. Forward Air. Gefunden. Und ich finde es interessant, weil Robin ist ja der langsamste Charakter im Spiel, ne? Oder liege ich da falsch? Oh, das kann sehr gut sein. Das kann sehr gut sein. Also, ich meine, Gandalf ist langsam, Cinderella ist langsam und Robin ist sehr langsam. Also, irgendwie zwischen den dreien. Und wie er mit Robin da durch die Projektile sich da durchschlingelt. Ja, das macht er echt gut. Finde ich auch. Ich weiß jetzt nicht, wie der Airspeed von ihm ist, aber man sieht ihn ja auch nicht die ganze Zeit rumhüpfen oder sowas. Nee. Seine Jumps sind vor allem so Callouts. Also Gegner springt, er springt gleichzeitig Forward Air, was er auch im Endeffekt gekillt hat. Sünde, diese Musik auf dieser Stage zu haben. Ja, man hört die immer schon auf Town City und Smashville. Das
wenn man schon Battlefield, nicht Battlefield, wenn man Final Destination spielt, dann kann man auch eigentlich krasse Musik haben, aber ist wie es ist, ne? Okay, ja, dann Can, Back Air, schöne Kombos. Also hier letzte Chance, das Set zu gewinnen für Beißel. Oh, okay. Gerade sieht das sehr, sehr gut aus. Ja, der macht das schon sehr draußen. Stylisch. Okay. Da ist schon der erste tot. Das ist also jetzt die Lead. Letztes Mal hat Beißel irgendwann den Stock verloren und dann direkt den SD. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass das nicht passiert, bin ich mal gespannt, was da als nächstes abgeht. Oh mein Gott, er fängt schon wieder damit an. Weil jetzt gerade hatte das gar keinen Nutzen einfach. Ja, aber das hat leider nichts gebracht. Ich kann mich daran erinnern, dass auf Smashwick, schöne Backer, keine große Lead. Auf Smashwick hat Beißel das auch gegen Dark Thunder versucht. Der hat es dann einfach getaggt und die Situation war beendet. Also ja, man kann hier Footstools taggen. Inzwischen. Aber ist halt das Ding, man muss dafür bereit sein, ne? Ja. Und ich habe nicht die Reaktion dafür, so etwas zu tun. Nee, also ich glaube, ich habe bisher noch keinen Footstool getaggt. Okay, Footstool hier, Back Air. Und wir haben jetzt ein ganzes Stock Lead. Aber die Base könnte halt für Splash Mage nicht besser sein. Also eben zwei Games noch Zeit zu haben, zu adapten. Und Beißel muss es jetzt tun. Oh, okay. Ja, das hier direkt zu beenden. Ja, okay, keine Abwehr. Okay, dieses Game hat ja richtig viele gute Can-Combos. Die hat er einfach sehr gut hingestellt. Und ich frage mich, ob es einfach so ein Final Destination-Ding ist, dass es einfacher ist, die Can zu platzieren. Ja, oh, okay. Das war auf jeden Fall ziemlich dominant. Zu deiner Frage. Ich glaube, er mag FD einfach. Ja, also, er mag die. Und denkt sich da eigentlich wenig bei. Er counterpickt ziemlich wenig, dafür, dass er oft auch gegen SDN und so spielt und auch im Grand Finals ist und so. Counterpickt er doch relativ wenig, bleibt bei seinen alten Stages. Also er mag Town, er mag FD, das sind so die er am meisten pickt. Jetzt bin ich mal gespannt, was als nächstes kommt. Ich finde, auf Battlefield hat Splash Mage bisher am besten gespielt. Was ja aber Beißel gecounterpickt hat. Also, auf welches Stage gehen wir? Vielleicht jetzt Hollow Bastion oder Smashville? Tatsächlich, wir gehen auf Battlefield. Okay. Ja, nee, fand ich nämlich auch, dass Splash Mage da auf jeden Fall auch am besten gespielt hat bisher. Mal gucken. Oh. Final Destination mag meistens Sleeping Stage sein, aber das heißt ja nicht unbedingt, dass er schlecht auf anderen Stages ist. Nö. Oh. Crazy. Gefallen. Vielleicht kann es ja auch sein, dass er einfach ein bisschen Zeit gebraucht hat, um in das Matchup reinzukommen, weil das sieht man jetzt ja auch nicht alle Tage. Hier in Norddeutschland. Also die beiden, das sind schon so alle so Top-5-Kandidaten, also die spielen schon immer spätestens irgendwo in der Semifinals gegeneinander. Weil Beißel ist ja auch meistens irgendwie Second Seed und dann kommt es immer so ein bisschen drauf an, ob Splash Mage gegen SDN oder Beißel spielen muss im Winner Semis. Aber hat gegen beide schon gewonnen, also kann es dann auch sein, dass die beiden dann immer erst im Winners Panel aufeinander treffen. Mhm. Okay. Ja, weißt du, bleibt aggressiv. Can. Oh, wow, schön. Full Hop, Up Air into Back Air. Ja, man muss bei vielen Chars ist es wichtig zu beobachten, so wie viele Aerials die aus einem Sprung rauskriegen. So zum Beispiel, ich weiß nicht, bei Inkling war es doch so, der schafft zwei Back Airs in einem Short Hop. Inkling kriegt richtig viele Aerials rein. Also sowas muss man auf jeden Fall wissen. Aber jetzt so Robin kriegt da nicht so viele hin. Nee. Aber auch bei Robin kann man das mal beobachten, dass er irgendwie Forward Air macht oder ich weiß nicht, Forward Air Up Air oder so, um einfach das zu platzieren, so ein bisschen. Einfach Hitboxen rauswerfen, um den Gegner zu sagen, da darfst du nicht rein. Ja, hier zum Beispiel. Four into Nair. Das Fair into Nair ist auf jeden Fall ganz nett. Oh mein Gott, perfekte DI und wir sind immer noch auf dem ersten Stock vom Beißel. 11 Sword Cheller 2 hat rein. Das erstaunt mich immer wieder. Ja, oh, das. Ich dachte, das Schwert wäre bald weg. Vielleicht war es auch schon weg. Aber jetzt ist es auf jeden Fall wieder da. Ich habe ehrlich gesagt noch nie so wirklich auf diese Leiste geachtet. Okay.
Das sieht wirklich sehr gut für Beisel aus. Ja, diesmal ganz anders, auch auf Battlefield. Und also, ich habe das Gefühl, das liegt auch daran, dass er am Anfang die Lead bekommt. Wenn er die Lead bekommt, dann spielt er so viel besser. Mhm. Also dann, besser gesagt, dann spielen die anderen einfach ein bisschen aggressiver, wodurch er einfach mehr ja, Chancen bekommt, Dick Damage zu machen. Mhm. 30%, 150% auf Beisel drauf. Ja, okay. Kills. Diesmal bin ich nicht verwundert. So, mal gucken. Mal gucken, ob Splashmage hier jetzt ein Comeback starten kann. Was mir auch aufgefallen ist, was ich recht interessant fand, als Splashmage wiedergekommen ist, anstatt Duck Hunt anzugreifen, hat er sein Neutral Beak geladen. Ich frage mich, was der Gedankengang ist. Ja. Vielleicht auch sowas wie, ich weiß nicht, ich habe gesehen, dass dieser Thoron am Ende, der geht über die Dose rüber. Das ist vielleicht das ganz gute Information. Also nicht über Duck Hunt, aber über die Dose. Also ignoriert ja sowieso die Dose so ein bisschen. Mhm. Und daher, damit kann man auf jeden Fall arbeiten, diesem Wissen. Ja, jetzt gerade geht der Stock eher an Beisel, was Splash Mage halt überhaupt nicht gebrauchen kann, weil er eben zurückliegt, den Stock. Das könnte noch recht gefährlich werden. Wie würde jetzt ein drittes, ein fünftes Game aussehen? Ist die Frage. Also jetzt gerade spielt Beisel wirklich gut. Das könnte recht interessant werden. So wie es jetzt gerade aussieht, sieht es auch so aus, als würde es in Game 5 kommen. Aber voll, ja. Das ist eigentlich ziemlich safe, ja. Also 150%, keine Stocks left. Und halt ein Duck Hunt, der da rumdudelt und weiß nicht alles, was macht. Ja, Frame Traps. Mit der Nair. So, wie sieht jetzt der Gameplan von Splash Mage aus? Ich glaube, ich muss einmal ganz kurz den Ventilator auf mich machen. Du, das ist wirklich sehr warm. Das ist ja so ein Ding in Norddeutschland, das ist recht schwül hier. Und das spürt man heute auch besonders. Also. Ja, die letzten Tage, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber bei uns in Lübeck war es regnerisch und kühl, mild. Jetzt, heute sehr ist warm, schlechtester Tag für RNZ einfach. Ja, das ist wirklich schade. Das ist immer so. Also immer an den schönsten, sonnigsten Tagen ist irgendwie ein Zockerturnier. Am sonnigsten Tag sitzen wir drin und zocken Videospiele. Ja, das war auch immer, also so bei Brawl, in der Brawl-Zeit war das borderline gefährlich. Weil da war noch nicht so ganz mit, weißt du, da waren die Leute so zufrieden damit, einfach auf ein Turnier zu fahren. Die sind von überall hergekommen, haben auf dem Boden geschlafen. Wenn das zu viele waren, egal, alle komplett am Schwitzen. Ja, dann hattest du da teilweise so überfüllte Venues bei 30 Grad. Das ist crazy. Das war crazy. Man sollte das auch nicht unterschätzen, weil das kann durchaus die Spieler beeinflussen. Auf jeden Fall. So die Konzentrationsfähigkeit alleine. Also ich meine, ich würde jetzt auch ungern 5 Games gegen fucking Duck Hunt spielen. So. Das ist... ich weiß nicht, ich spiele auch gerne gegen Beisel. Ich habe zumindest im Bracket immer gerne gegen ihn gespielt. Ich war noch immer knapp. Aber so, wenn dich das zieht... Also am besten, du ziehst ihn einfach 3-0 ab und fertig. Ja. Was Splash Mage fast geschafft hat. Aber halt nur fast. Eben. Und jetzt sind wir hier 2-2. Splash Mage kriegt eine Dose nach der anderen ab. Aber naja, also noch ist... Man soll ja den Tag nicht vom Abend loben. Also jetzt gerade... Oh mein Gott. Jetzt kann man den Tag so langsam loben. Es ist so langsam Abend, würde ich auch sagen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was für ein Comeback-Faktor Splash Mage hat. Er ist schon ziemlich klatsch, würde ich sagen. Aber gegen Duck Hunt ist einfach nochmal was anderes, finde ich. Das stimmt, auf jeden Fall. Und gegen Beisel auch. Ich weiß nicht, ob... Ich sag immer Duck Hunt, aber ist er auch immer schon so ein bisschen der Spieler auch. Besonders bei Duck Hunt, weil... Ich weiß nicht, es gibt nicht so wirklich... aber so ein Duck Hunt Flowchart, also jeder macht das irgendwie anders. Ja, also habe ich auch gemerkt, so, wenn ich irgendwelche, wer waren das so, SV ist jetzt im Moment so ein bisschen am aktivsten in Deutschland, ne? So außer Beisel noch. Ja, so wenn ich ihn angucke oder Squirrel oder, heißt das Squirrel? Ja, genau, Squirrel oder so, dann habe ich auch immer das Gefühl, die lösen Probleme anders als Beisel, ganz anders auch. Das finde ich total spannend auch. Ich muss sagen, ich mag Duck Hunt gerne. Also es macht auch wirklich viel Spaß, Duck Hunt zu spielen. Ja. Als ich das erste Mal gegen Beisel verloren habe,
habe ich mir direkt gedacht, Alter, Duckhand ist eigentlich schon sehr cool. Dann habe ich angefangen, Duckhand zu lernen. Und das ist halt wirklich cool. Ist auch ja, sehr satisfying. Macht auf jeden Fall zu Kern-Power zu bekommen. Und auch so beides gleichzeitig zu machen, so das Movement, während du die Dose irgendwie auch noch mitbewegst und so, ist auf jeden Fall cool. Inzwischen hat Splash Mage den Stock aufgeholt, aber bisher noch keine Prozente auf ihm drauf. Könnte jetzt eine richtig saftige Combo gut gebrauchen. Was man jetzt hier auch besonders sieht, vom Beißel. Beißel läuft recht viel weg. Er weiß, dass er die Geschwindigkeit von Robin ausnutzen kann, um einfach mehr wegzulaufen und sein ganzes Zoning aufzusetzen. Ja. Duckhand ist jetzt ja auch nicht unbedingt der schnellste Charakter, aber bei Robin kann man das halt machen, ne? Ja. Okay, oh, das ist halt wieder der ganze Stock, ne? Also das sieht echt gefährlich aus für Splash Mage. Ich kenne halt dieses Mindset, wenn du das gerade so schaffst, einen Stock zu holen und du denkst, okay, jetzt bin ich wieder im Rennen. Also, dann macht Beißer das wieder so. Und dann ist wieder so ein ganzer Stock und du denkst so, oh, da reicht einmal tief Luft tief durchatmen nicht mehr. Brauchst du schon, also musst du hyperventilieren oder so. Also für die Leute, die ja auf Turniere gegangen sind, die haben so etwas wahrscheinlich auch schon sicherlich erlebt, dass halt so solche spannende Situationen, da braucht man halt echt eine starke Mentalität und ich würde sagen, Beißel ist auf jeden Fall recht gut bei, was das angeht. Beißel, stahlhart. Stahlhart, also der lässt sich, glaube ich, nicht von viel beeinflussen. Aber generell so, alle die so, ich weiß nicht, diese ganze Riege, so SDN, Ruven, Robin GG, Beißel, die auch häufiger mal im Game 10 Grand Finals irgendwie noch was zurückholen oder so, deren Mentalität ist einfach insane, ne? Also wirklich. Das ist halt etwas, was man trainieren muss, wenn man halt wirklich Spitzenspieler sein möchte. Ja. Es sei denn, man ist halt so 10 Level über jedem anderen, dann braucht man das nicht unbedingt. Ja, stimmt. Aber das ist hier leider nicht der Fall. Hier sind sehr viele gute Spieler bei. Genau, also die... Oh, okay. Schöne, okay. Double Fair. Ja, jetzt wird sich das Ganze entscheiden. Ne? Also 95% ist natürlich eine große Lead, aber noch ich habe schon vorbei. Das Gefühl, dass das gerade ein gutes Gefühl, also dass Splash Mage zuversichtlich ist. Mhm. Dass er richtig Bock hat auch auf diesen Sieg. Und dass er sich denkt, er hat kein negatives Mindset. Ich glaube, er denkt sich so, das sind jetzt noch ein paar Hits und dann gewinne ich das Ganze einfach. Jetzt ist er so weit gekommen, ich glaube, dass das Mindset gerade gut steht. Mhm. Oh mein Gott. Ah, nicht gepunished. Oh, Duckhand ist zu klein. Aber, oh mein Gott, oh, wow. Hätte die Nair getroffen, aber ja. Duckhand. Ah. Und ich habe da die Dose gesehen und dachte schon, okay, also wann explodiert die Dose und wann überlebt er vielleicht deswegen? Ah.